Ein Pferd in einer Taverne. Das ist hier ganz normal. Wir sind nämlich auf Schloss Kaltenberg. Es ist wieder soweit. Die Ritterspiele starten am Wochenende. Das weltgrößte Mittelalterfest erwartet wieder tausende Besucher. Auf der Pressekonferenz wurde die alte, neue Mannschaft vorgestellt. Natürlich wieder mit von der Partie der Schwarze Ritter, alias Frédéric Laforêt. Er kann seine böse Seite hier ausleben, sagt er. Im richtigen Leben ist er aber nicht so. Und auf was dürfen sich die Besucher heuer besonders freuen? Wir haben eine tolle Story, die von tollen Leuten zu einer tollen Gesamtshow gemacht wird. Und das ist dann wirklich wie im Kino sitzen, nur halt nicht einen Film anschauen, sondern man sieht da Leute, die haben ein Jahr lang dafür gearbeitet, dass da alles perfekt läuft. Und das ist wirklich toll, wenn das losgeht. Über 1000 Akteure werden in den nächsten 3 Wochenenden Schloss Kaltenberg in eine mittelalterliche Kleinstadt verwandeln. Die Arena ist wieder Schauplatz von farbenfrohen Spektakel, eindrucksvollen Kämpfen und atemberaubenden Stunts. Die Gruppe Cavalcade aus Frankreich begeistert auch dieses Jahr wieder mit rasanter Reitkunst. Dass das gar nicht so ungefährlich ist, sieht man hier. Zum Glück ist nichts passiert. Das sind halt Profis am Werk. Der beliebte Narr Wandelbar bespaßt wie immer das Publikum und hat sogar eine kleine Rolle im Spiel. Spektakuläre Pyrotechnik und eine eigens komponierte Musik sollen die Zuschauer wieder aus ihren Sitzen reißen. Ein Höhepunkt nach dem anderen, das Tjosten, also das Lanzenstechen, ein ritterlicher Zweikampf, bei dem die Fetzen fliegen. Neu dieses Jahr, das Publikum darf in die Geschichte eingreifen. Per Jubel und Applaus wird vor dem abschließenden Schwerterduell bestimmt, wer als Sieger hervorgehen soll. Bei der Generalprobe war es die gute Seite, Prinz Eric. Wer für den schwarzen Ritter Vladorak abstimmen will, kann das die nächsten 3 Wochenenden tun. Schwarzer Ritter Vladorak, Frédéric Laforêt auf Libre!